eine Steckdose. So eine Steckdose ist natürlich schön, die gibt es mit Schalter und ohne Schalter. Und hier habe ich eine Steckdosenleiste und da habe ich hier oben Omas Nähtischlampe angeschlossen. Und jetzt kann ich mit meiner Fernbedienung einschalten, ausschalten. So, wenig spektakulär. Aber es gibt ja noch mehr. Normalerweise haben diese Steckdosen und Steckdosenleisten nur einen Schalter. Nun schalten alle gleichzeitig oder zwei haben Dauerstrom, werden drei geschaltet, irgendwo Kombinationen. So, bei der hier ist es anders. Die sind einmal nummeriert und ich kann jede einzelne schalten und bekomme das auch hier oben in dieser LED-Zeile signalisiert. Eins an, zwei, drei, vier und fünf. Und rückwärts, also kann ich sie dann auch wieder ausmachen. Also, mit dieser Steckdosenleiste kann ich fünf Verbraucher aus der Ferne ein- und ausschalten. Die gab es bisher auch schon, aber Preise jenseits der 100 Euro. Diese hier mit der Bezeichnung Ibiza, und die habe ich wiedergefunden in der elektronischen Bucht. Und ich weiß, es kommen wieder Fragen, was ist das? Und ich sage wieder, das ist eBay. Sollte man eigentlich langsam wissen. Für 34,55, also für unter 35 Euro. Das ist die erste, die mir in die Füße gekommen ist, die so preiswert war. Ist auch stabil, ist auch technisch einwandfrei. Obwohl, das hat aber nichts mit der zu tun, sondern mit dem System. Sowas gibt es natürlich auch manuell. Die ist nicht von IBM, immer besser manuell, sondern die ist aus Frankreich. Und da habe ich einen Hauptschalter und kann dann alle meine einzelnen Dosen einzeln einschalten und am Hauptschalter auch komplett ausschalten. So, übrigens Frankreich, die haben hier diesen Pin da in der Mitte. Daran kann man das erkennen. Aber da kommen wir gleich noch drauf. Jetzt zu dem Punkt, zu meiner Kritik. Das Problem, ich muss das hier erstmal abmachen, denn ich wollte die Sendung zu Ende moderieren und je nachdem, wo ich sonst drauf packe. Das Problem ist, dass alle diese Steckdosen leisten. Nur eine Ader schalten, nur einpolig schalten. Hier sind übrigens die Relais, hier ist die Empfängerplatine für Funkempfänger, ein klein bisschen Logik, ein Netzteil und fünf Relais für jede Steckdose eine. Soweit, so gut. Aber die werden alle nur einmal geschaltet, denn wir sehen auch hier, der zweite Pol hier, der geht durch. Und nur der eine, der geht an jede Steckdose einzeln. Und das ist hier bei dieser hier ganz genauso. Auch hier haben wir das Gleiche. Da haben wir wieder einen, der durchgeht und einen, der, hier sehen wir den, ne? Da. Und einen, der hier von jeweils von dem Schalter hier rüberkommt. So, jetzt könnte man sagen, passiert doch nichts, ist doch alles gut. Werner von Siemens hat diese Schuko-Steckdosen schon Anfang 1900 irgendwann sich ausgedacht und seitdem läuft es ja. Es war ja früher auch noch anders. Da hatten wir noch ein anderes System, da gab es den Schutzleiter noch nicht und so weiter. Aber heute sieht es so aus, dass ich viele Geräte habe, die den Schutzleiter nicht brauchen und die Geräte, die ihn brauchen. Und da wird er hier an der Seite da und auch da mit übertragen. Das ist sicher. Das System ist wirklich sicher. Nur eins sollten Sie wissen. Wenn ich, nehmen wir mal irgendwo eine Steckdose in der Wand, da kann ich meinen Stecker so reinstecken oder ich kann ihn so reinstecken. Auf einer Seite ist immer die Faße. Wenn ich da drauf packe, dann kriege ich ein Gewicht. Wenn es gut geht, wenn es schlecht geht, höre ich die Engel singen, dauerhaft. Ja. Und die andere Seite ist der Nullleiter. Der ist genullt, der ist geerdet, da kann ich dran packen, da passiert in der Regel nichts. Versuchen Sie es nicht. Sie können sich ja auch täuschen und das wollen wir alle nicht. Und wenn ich jetzt nur einen abschalte und ich weiß nicht, wie rum mein Stecker in der Steckdose ist, das heißt, das weiß ich schon, aber wo denn jetzt die Phase ist und wo der Nullleiter ist, oder ich habe hier so etwas und weiß nicht, wo ist das jetzt, dann wird eventuell nur mit dem Schalter, auch hier mit der ferngesteuerten, nur der Nullleiter ausgeschaltet. Und die Phase ist immer noch da. Wenn ich dann mit irgendetwas da reingehe oder ein Gerät angeschlossen habe, mit einem losen Kabel oder so, und ich packe da an, ich muss auf jeden Fall, immer wenn ich etwas mache,
das Gerät tatsächlich komplett aus der Netzsteckdose herausziehen. Es ist für mich ein unerträglicher Zustand, so etwas zu haben, denn es gibt auch technische Probleme. Es kann mal ein Kabel kaputt sein, sonst was. Und man ist, wenn man sieht, es ist ausgeschaltet, meint man, es ist kein Strom drauf. Aber das ist falsch. In 50% der Fälle ist Strom drauf, je nachdem, wie rum Sie den Stecker gesteckt haben. Kaufen Sie sich so etwas. Das sind Prüfadapter, die es teilweise schon für unter 10 Euro gibt. Diese Prüfadapter signalisieren verschiedene Zustände. Einmal können Sie erkennen, auf welcher Seite Phase und auf welcher Nullleiter ist. Sie können erkennen, ob eventuell der Nullleiter unterbrochen ist oder der Schutzleiter unterbrochen ist oder alles so Sachen. Und gehen Sie damit durch Ihre Wohnung. Und wenn Sie eine neue Steckdosenleiste kaufen, gucken Sie. Bei manchen, die sind so schrottig, dass da der Schutzleiter nicht angeschlossen ist. Das habe ich schon erlebt. Und jetzt muss man noch etwas dazu sagen. Dieses Dilemma, warum die EU sich nicht darum kümmert, obwohl es weltweit einen Standard gibt, obwohl es Sachen gibt wie hier in Frankreich, dass man einen solchen Stecker, da können wir sehen, da ist ein Loch drin, und nur den Stecker mit dem Loch, das ist übrigens der Schutzleiter in Frankreich. Sie sehen nämlich, hier hat der außen nicht wie bei uns so Federn, die sich manchmal verbiegen, sondern hat hier so einen Pinökel. Und nur einen solchen Stecker kann ich hier draufstecken. Und auch nur in der Richtung, in der anderen Richtung, geht es nicht und kann es nicht gehen. Und das ist das eine System. Das heißt also, hier kann ich immer sicher sein, wenn alles technisch in Ordnung ist, dass ich auf einer immer auf der gleichen Seite die Phase habe und die kann ich dann auch schalten. Und dann ist das Ding sicher ausgeschaltet. Ich habe hier einen französischen Stecker mitgebracht, der sieht so aus, der hat, der sieht so aus, der hat viel Ähnlichkeit mit einem Normenentwurf, der international Gültigkeit haben sollte. Auch hier kann man den Stecker nicht verdreht einstecken. Auch das dient absolut unserer Sicherheit. So, genauso so etwas. Zwischenstecker, die ich schon vorgestellt habe, mit dem man Strom sparen kann, schalten nur einpolig. Okay, bleib liegen. So etwas hier, das sind Stecker, keine Zwischenstecker, da muss man Geräte fest anschließen. Das habe ich bei mir zu Hause gemacht. Der hier, der schaltet zweipolig, der schaltet tatsächlich beide Pole ab. Egal wie rum ich das Ding in die Steckdose stecke, ich habe und kann niemals Strom drauf haben. So sehen bei mir zu Hause dann Steckdosen aus, das ist so eine alte. Und da habe ich dann hier so einen Stecker drauf genagelt. Und da können Sie schon sehen, ich habe das symbolisch da drauf gemacht, zwei Schalter. Da kann ich sicher sein, dass mir nichts passieren kann. Es wäre eine Aufgabe für die EU, uns vor solchen Mist zu schützen und dafür zu sorgen, dass diese Sachen vom Markt verschwinden. Dass wir ein System haben, wie zum Beispiel in Frankreich oder wie das europäische System, wo wir das nicht so reinstecken können, wie wir wollen, sondern wo immer auf einer bestimmten Seite die Phase ist und auf der anderen der Schutzleiter, damit wir immer die Phase ausschalten können. Ich wollte es Ihnen nur mal sagen, wenn Sie irgendwo elektrisch etwas haben, was nicht ganz in Ordnung ist, ein Kabel oder sonst etwas, denken Sie bitte immer daran, mit dem Prüfstecker ran oder am besten einen Fachmann holen oder in einen Laden gehen und sagen, hier, misst du mal durch, machst du mal. Aber so ein Prüfstecker, der muss im Hause sein, anders geht es nicht. Und wenn Sie Kinder haben, die, wenn sie nicht zu Hause sind, irgendwo hingehen, irgendwas machen, oder es gehört einfach dazu. Eigentlich gehört es dazu, dass die EU, die ja jetzt nicht mehr um Bananen und um krumme Gurken sich kümmern muss, die Zeit nutzt und uns da mal sowas zur Verfügung stellt, damit wir sicherer sind.